Hallo Sportsfreunde, eine etwas aufregende Woche ist vorbei. Ich hatte ja letztes Wochenende eine kleine Versteigerung. Ja, möchte mich hier auf diesem Wege nochmal für das Interesse bedanken und wünsche natürlich allen, die sich eine Taube ersteigert haben, auch viel Erfolg mit dieser Taube. Ja, das war es eigentlich. Jetzt soll es hier mit dem Film so weitergehen, jede Woche. Als nächstes ist jetzt heute vorgesehen die Vorstellung der nächsten drei Tauben, die ich mir so überlegt habe für die Zucht. Ja, und das wird dann auch in der nächsten Woche nochmal zwei Paare geben. Und dann geht es an den Schlachumbau. So, dann zeige ich euch jetzt mal das erste Pärchen. Ja, Sportsfreunde, normalerweise kann ich mit meinen Zuchtfegeln in drei Schlägen gehen. In jedem Schlag haben die eine Zelle. Unproblematisch. So, und das ist meine Neueinführung. Das ist der Schimmelvogel von Holger und Heiko Harms, die hier waren im Sommer. Wir haben getauscht. Das ist eigentlich von der Abstammung her eine reine Leidemann-Taube. Die kommt aus dem Krak 19. Der ist zweimal in Abstammung vertreten. Und natürlich aus der Superschimmelteubel. Ja, der wird dies Jahr das erste Mal angepaart, ist ein Sommerjunge. Er ist etwas tiefer im Kiel, also die typische V-Form, hat einen recht guten Rücken, ist noch nicht ganz fertig mit der Mauser, hat eine sehr schöne Spannung drin und wenn der so seht, der vibriert, also schon eine Klasse für sich. So, wie gesagt, er hat jetzt noch, wenn wir hier gucken, noch eine Feder stehen, die wird er in den nächsten 14 Tagen werfen. Ja, und dann schauen wir mal. Im Auge ist er so, das kann man natürlich bei diesen Augen, bei diesen Scheckaugen nicht so sehen, aber er hat einen sehr schönen Wertring. Ich habe schon mal mit der Lupe geguckt, also alles das, was eine gute Taube haben sollte. Ja, das ist wie gesagt die neue Entführung, ist immer gar nicht so einfach für mich hier. So, und ich habe mich jetzt entschieden, die 55 daran zu setzen. Eine Taube, die schon sehr gute Nachzucht gebracht hat. Und wenn man sich so einen Vogel dann hier holt, dann sollte man auch versuchen, das Beste daran zu setzen. So, jetzt zeige ich euch die 55. Also wie gesagt, er ist das erste Mal jetzt hier in dem Schlag. So, jetzt haben wir hier die 55. Die Taube habe ich ja schon des Öfteren vorgestellt. Die hört natürlich da den Vogel, da will sie auch hin. Klasse Täubin, ist eine Tochter 101. Also ich gehe dann wieder in die Enkelgeneration. Da muss jetzt noch eine Feder hochgeschoben werden, hat auch eine schöne Dekalage. Ja, alles so, was ich mir von der Taube vorstelle. Zu der habe ich ja schon öfters was gesagt. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Können wir ruhig ein bisschen dichter rangehen. Naja, da müssen Sie sich schon erstmal ein bisschen kennenlernen. Gucken wir hier um. So, wie ihr seht, das ist jetzt das erste Mal, dass der Vogel hier im Schlag ist. Und nur müssen wir mal gucken, wie das harmoniert. Ein junger Vogel, eine alte Täubin, die ist nun von 16, aber sie zeigt zumindest ein Interesse. Das ist nicht so, wie das bei den anderen Paaren war, aber so soll das auf jeden Fall laufen. Ja, wir wollen sie nochmal angucken, dass jetzt auch nicht die Zelle umgekehrt soll. Gucken wir nochmal ein bisschen die Schimmelvogel. Ich denke,
denke, das ist ein recht schönes Pärchen. Jung und alt. Und schauen wir mal, dass wir ein paar Schimmel rausbekommen, damit das ein bisschen bunter wird hier. Er ist schon ein herrlicher Kerl. So, jetzt kommen wir zum nächsten Pärchen. Er ist auch ein bisschen scheuer, aber ansonsten eine super Taube. So, nun kommen wir zum Moledo. Der Moledo ist ja schon ein paar Jahre hier, hat also eine hervorragende Nachzucht auch gebracht, gerade auf den On-Off-Trenn. Also, ich sage mal, da bleibt kaum eine Taube weg. Den ersten Preis haben sie noch nicht erreicht, aber sie waren doch immer ganz gut vertreten. Und ob das jetzt in Spanien war oder auch in der Ukraine, der Vogel hat irgendwas. Und deswegen versuche ich es dieses Jahr wieder neu. Und guck mal. Das wird dieses Jahr ja, das ist seine Zelle und in diesem Jahr paare ich an ihm eine junge Taube, die ist einer aus dem letzten Jahr zugeholten blauen Vogel und nach Tochter 101. Sie hat jetzt noch eine Feder stehen. Das Besondere an dieser Taube ist, sie hat ein 50er-50er Auge, was man beim Weibchen nicht so oft hat. Das kriege ich jetzt natürlich in der Kamera nicht hier so rein. Hat einen schwarzen Wertring. Kann man mal versuchen, wenn die Sonne richtig scheint. Etwas tiefer im Kiel. Sehr schön im Rücken. Ja, und eine Taube, die sehr viel Temperament hat und auch bereits einen dritten und einen 15. Konkurs geflogen hat. So, dieses Pärchen, denke ich mal, die Taube ist ja paarig, harmoniert recht gut zusammen. Ja, so stelle ich mir das vor. Aus dem Paar möchte ich dann möglichst so 4, wenn nicht sogar 6 zum Reisen haben. Ob das alles so hier links steht, natürlich noch wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich denke, von der Vorbereitung her sieht das recht gut aus. Und dann müssen wir mal gucken, was letztendlich dann in der Schale liegt und zum Schluss nach der Jungtierreise übergeblieben ist. Es soll ja mit den Jungen, die dieses Jahr gezogen werden, dann auch wieder die Alttierreise geschickt werden. Also muss dann dieses Jahr hundertprozentig setzen. Ja, dieses Pärchen ist natürlich schon klasse. Das harmoniert natürlich super. Die waren noch nicht zusammen. Eine richtig tolle Täubin. So stelle ich mir dann vor. So muss es auch erstmal bei dem Schimmel werden. Das muss man einfach so sagen. Klasse Paar. So, dann nehmen wir die raus. So, jetzt das dritte Paar. Das ist jetzt wiederum ein Pärchen, was also sich schon kennt und im letzten Jahr zusammen war. So, da kommt die 63 raus, ist der 107. Klasse Vogel, über den braucht man nicht viele Worte verlieren. Der hat alles geflogen. Der war in der Weitstrecke in unserem Club der Beste. In der gesamten IG West stand an 5. Stelle nach Asspunkten und hat 2 Zonensieger eingefahren. Also mehr braucht man zu so einer Taube nicht sagen. Ist alles die alte Linie, kommt aus dem 70 noch. So, gucken wir uns nochmal den Flügel an. Er hat einen sehr langen, eine super Ventilation, nicht so eine ganz große Dekalage.
aber eigentlich alles, was eine Supertaube haben sollte. Da kann man auch mal ein paar kleine Mängel durchgehen lassen. Also er ist etwas tiefer im Kiel, auch der U-Typ, der V-Typ. Er hat ein dunkles Untergefieder und ist recht gut abgeschnitten in den Herzfedern. So, hat einen gelben Wehrtrink, da ist ja Kopmann viel mit drin. Und die damaligen Kopenmänner, die hatten alle so ein bisschen Gelbauge. Aber er hat eben schon super vererbt, wenn ich an die Täuben denke, im Regionalverband 413. Und davon schon wieder die Nachzucht, die hier richtig 10 Preise fliegt. Und auch in diesem Jahr war wieder die Täubin, die 63, eine meiner besten. So. Der kommt wieder in seine alte Zelle. So, dazu kommt wie im letzten Jahr die Hornschnabeltäubin, eine Taube mit einem Glasauge, einem starken Auge, auch ein 50er Auge, 50-50, starken Wehrtrink, das kann man so hier nicht sehen. Seidenweiche wie Fieder, sehr starken Beckenschluss, sehr gut im Rücken. Ja, das ist auch die Mutter jetzt von denen, die richtig stark geflogen sind. Also ist ja auch immer wichtig, deswegen werde ich auch wieder eine Altierreise einsteigen, dass die Tauben das dann noch können. Da fehlt jetzt noch eine Feder, 4, 8, 9, genau. Ja, und dann ist die Sache auch wieder perfekt. So, sie kommt wieder zu ihrem alten Vogel. Das ist der Bonatim. Da gibt es dann keine großen Probleme. Ich da. Ja, das ist zumindest, wenn es jetzt doch noch richtig kalt werden sollte, die werden so um den, ich sag mal, den 20. Dezember angefahren, also nach der Verbandsausstellung, ist das schon mal so ein bisschen eine Garantie, ohne dass man groß belüften, benichten muss, dass das da zumindest mit der Befruchtung kann. So sollten die Tauben aber auch in Form sein, sonst braucht man sie nicht anfahren. Die sind momentan vom Zustand her, ich hatte ja jetzt ein bisschen Besuch von den Züchtern, die ihre Tauben abgeholt haben. Da mussten die Tauben natürlich auch alle erstmal nochmal geguckt werden und überrascht waren sie eigentlich, wie leicht sie sind, aber trotzdem richtig rund. Ja, Sportfreunde, das soll es heute in diesem Clip gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal und noch ein schönes Restwochenende und tschüss.